Und ein herzliches Howdy bei Let's Play Star Wars Battlefront. In diesem Video gibt es ein bisschen Multiplayer-Gameplay zusammen mit Robli aus einem unserer letzten Twitch-Livestreams. Viel Spaß dabei! Oh, Helden vs. Schurken, das freut Telekommander. Yeah. Fan bin ich davon. Den ganzen Abend konnte er es schon nicht erwarten. Ich nörgle ja schon die ganze Zeit. Wann wir endlich Helden vs. Schurken spielen? Aber du hast dich nicht getraut zu fragen, ne? So. Ist jemand ein Held von euch? Ne. Er spielt gerade Leia Han Solo Luke gegen Darth Vader. Ich lade noch fleißig vor mich hin. Tatsächlich ist es nur ein Gegner da. Ja, das ist also wirklich peinlich. Und lieber... Oh mein Gott, er ist AFK! Leute, er ist AFK! Leute, ah nein. Lieber Gamer alias Sniper, du brauchst kein Mikrofon, um mitzuzocken, bloß wenn du natürlich in die Party reingehst, dann kannst du auch immer sicher gehen, dass du uns hörst und dass du auch bei uns mit dem Spiel drin bist, ne? Das macht das alles einfacher, für dich zumindest. So, eine Runde Helden vs. Schurken. Schau mal, wie lange läuft sie denn? Na gut, vielleicht machen wir eine zweite, wenn wir mal gucken, je nachdem, wie lange das hier dauert. Ach nee, es ist ja Best of Five, ne? Ich weiß nicht, ob die das auch geändert haben. In dem DLC ist es Best of Three, glaube ich. Ah, okay, dann schauen wir mal. Weiß ich das gar nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ach so, ja, wisst ihr schon Bescheid, dass der Todesstern DLC, das Fall, wie heißt er nochmal, Obi-Wan Kenobi kommt. Das wäre cool. Aber ich vermisse ehrlich gesagt Chewbacca. Ja. Ja. Yoda wäre auch cool. Ja, aber der war ja in der alten Trilogie schon so alt, ne? Das wäre zumindest irgendwie noch nachvollziehbar gewesen. Oh. Da ist Dengar. Ich hasse ihn. Aber warum sie Chewbacca nicht machen, vielleicht schaffen sie es nicht, Haare zu animieren. Das gibt die Frostbite Engine nicht her. Da schießt was. Das sind ja eigentlich nur Haare. Oh, Sniper ist beigetreten. Ah, den kenne ich. So, irgendwie lebt noch jeder und keiner traut sich. Kann das sein? Ich gehe einfach mal da rein. Ich sehe keinen. Das ist echt schade. Ich komme wieder zurück zu Telekommander, da fühle ich mich viel sicherer. Aber kann das sein, dass wir hier rumhocken und die anderen auf ihrer Seite? Nee. Glaube ich ja wohl mehr. Oh mein Gott. Da ist aber gerade richtig was Lolliges passiert. Ich habe gerade einen Thermalimploder geworfen und ich habe den 2-0 zur Verfügung gehabt. Gut. Leichtes Spiel. Ich bin besiegt. Ah, du bist Han Solo. Was macht der denn da? Dieser Luke Skywalker hat sich hier in der Ecke verpisst. Das schreit ja schon wieder nach einem richtig kleinen Spiel. Han Solo kann ja ich hab's erwischt. Entschuldigung. Ja, ich hab's gesehen. Greedo hat dich gekillt. Ich dachte, ich hätte eine gute Idee, aber wie immer habe ich da falsch gedacht. Was hast du denn gedacht? Die gute Idee wäre, mitten ins Zentrum des Gegners zu rennen? Genau, das war die Taktik. War nicht gut. Ach, mit Greedo werde ich auch nicht fertig. Und wie gesagt, unser Dingens, der hat sich jetzt schön verpisst irgendwo in der Ecke. Oh, der ist bei mir hier drin, der ist innen drin. Oh, Greedo! Greedo ist genau im Spawnort. Das glaubt er mir nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ey, ich sehe den einen Bruchteil einer Sekunde und bin weg. Da hat sich das Thema schon erledigt. Ah. Das regt gerade sehr auf. So, vielleicht hilft ein Power-Up. Ein Thermal-Imploder. Geschafft! Das war der letzte. Ja, geht doch. Ah. 2 zu 0. Nee, es sind weiterhin Best of Five, weil sonst wäre der Balken oben weiter voll oder der Kreis. Ja, stimmt. Ist jemand ein Held von euch? Nein, ich nicht.
Ich schon. Han Solo. Dann mach mehr draus, als ich draus gemacht habe. Das sowieso, kein Spaß. Ja, das ist auch nicht keine Herausforderung. So. Da ist eine Scheibe. Ach nee, doch nicht. Ach, das ist ja gar keine Scheibe. Ich dachte, hier wäre eine Scheibe. Das ist ja toll. Ich gehe gerade zu offensiv. Nein! Und schon mein erster Fehler. Ich habe noch gar keinen Fehler gemacht. Woran liegt das? Hast du überhaupt schon was gemacht? Nee, ich bin gerade dabei. Ich denke gerade drüber nach. Ich schieße auf Boba Fett. So, ich auch. Boah. Ich hab ihn nicht gekillt. Aber du, super. McRalf hat Boba Fett besiegt. Haha. Wer könnte das wohl nur sein? Oh oh, Granate. Hinter dir. Telekommander. Und Greedo kennt mich gerade. Ich hab nur noch 4 Leben. Und tot. Schade, oh, schade, schade. Ich werde eine Ehrengarde. Ich auch. Ich auch. Hey, jetzt fuckt es bei mir. Irgendwie nicht. Ich hab's verkackt. So. Ich konnte eine werden. Aber danach hat irgendwie gebackt. Oh, oh nein, Vader, der dunkle Lord. Vader. Mein Hals. Ich krieg keine Luft. So, jetzt will ich aber meine Ehrengarde werden. Ach, ich schon wieder nicht. Schon wieder, ja, gell? Leer ist irgendwie an so einem Ort da, wo man nicht als Ehrengarde gespawnt werden kann. Ach so, oder mir schnappt jedes Mal jemand die Ehrengarde weg oder so. Ich weiß auch nicht. Kann auch seine Züge spielen. Tschüssikowski Ballistic Rifle. So, wo ist nur Panzer? Oh nein, das war na unser toll. Letzter. Tja, schade eigentlich. Wir haben die alle ausgeschaltet. An der Balkenliste wird aber bei den Schurken auch nichts gezeigt. Lalalalala. So, wen nehmen wir denn mal? Nie Nump hatte ich noch nie. Oh, er ist weg. Lando Calrissian hatte ich auch noch nicht. Yeah! Hast du Lando Calrissio? Ja. Hast du ihn noch nie probiert? Nee, ich habe ihn schon mal zugeschaut. Ich glaube, dadurch habe ich sehr viel gelernt. Durch Zuschauen. Nein, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin ein guter Beobachter. Er hat ein blaues Cape. Was soll mir passieren mit einem blauen Cape? Hm? So, das stimmt. Bist du eigentlich schnell? Oh, der ist sehr schnell. Heiliger Jesus, Gottes Maria. Was hatten wir eigentlich? Warte mal, ich probiere mal. Was hatte der? Oh, was ist das denn? Ja, ich habe irgendwas Tolles aktiviert. Weiß nicht, was ja, es ist. Ja, der hat Greedo, sein Schuss. Der hat das gleiche wie Greedo. Ah. Und da kommt Dunkel Lord. Oh nein, Darth Vader. Nein, nein. Ich aktiviere einfach alles, was ich habe. Ich weiß aber nicht, was ich habe. Ich merke auch keine Veränderung. Nein, Darth Vader wäre jetzt tot. Oh. Yes, er ist tot. Bei 1% hat er mich erwischt. Ja, genau. So, Telekommander, du rockst das jetzt, oder? Ne? Ich? Ja. Warte, ich sag dir, ob du hingehen willst. Ich geh vor dir. Bleib am Leben, bleib am Leben. Schön am Leben bleiben. Das ist nur Luke Skywalker, da braucht man keine Angst vor haben. Ach nee, ist ja unserer. Oh. Oh, oh. Kopfgeldjäger, 2 Kopfgeldjäger und ein Luke. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber und ein glübschen Augengesicht. Und ich glaube, Nien Namp stirbt. Oh ja. Oh ja, sieht nicht gut aus. Ich sehe seinen Balken schwinden. Oh. Soll ich noch fragen? Nicht schlecht. Nee. Geiler Bock. Also, geht doch. So läuft der Hase. Okay. War ich der letzte Held? Ne, wir brauchen noch 2 Punkte, ne? 2 Punkte brauchen wir noch. Genau. Ja. Also, ja. Ich habe da eigentlich so ein Gedanke. Also, wenn man ja Obi-Wan bei Todesstern kriegt, wen kriegt man dann eigentlich bei der bösen Seite? Da hast du aber was missverstanden. Also, beim DLC, beim Todesstern, ja, da kriegt man den Obi-Wan. Ja. Bei den Lieben.
Aber ich weiß nicht, ob man da meinen Bösen kriegt. Ach so, wen man da kriegt. Ja, stimmt. Wen gibt's denn da noch? Es ist ja die ganz, also die bösen Helden, die haben mich ja alle eigentlich durchweg enttäuscht bisher. Ich tippe, aber glaube ich ja wohl weniger für General Grievous, aber eher wohl weniger. Nee, den definitiv nicht, weil der kam ja in Episode 1 bis 3. Das würde ja gar nicht passen, ne? Ja, da haben sie, glaube ich, schon gesagt, aus den Episoden nehmen die nichts, ne? Und tschüss. Ich muss schnell abhauen, Leute. Hilft mir! Hilft mir! Tot. Bist du denn? Helfen wir ihm? Ja, schon tot. Ja, das war's gerade. Oh, da hier! Oh, shit! Imperiale Wache. Boah! Ja. Ach, wenn die sich in die Ecke campen, dann macht das doch auch keinen Spaß. Ja, Prinzessin Leia hockt wieder in ihre Ecke. Ich glaube, das hat tatsächlich was mit der Ecke zu tun, dass man als Leibwache nicht spawnen kann. Du hattest, glaube ich, vollkommen recht. Genau. Weil, toll. Oh, was ist denn los? Leia hat sich ja ordentlich auch auffällig gemacht, weil sie hat da ein Schild und man kann das Schild sehen. Also hätte sie ihr Schild gelassen und sich gedückt, hätte man sie nicht gesehen. Gedückt. So, jetzt mache ich mal Prinzessin Leia. Ob uns das was aber hilft? Bitte, geh nicht zur Ecke. Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, ich könnte ja auch mal ein Schild aufbauen, oder? Soll ich. Nee, ich folge einfach mal Luke Skywalker und Han Solo. Das hört sich. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja, also wenn er offensiv geht, wäre ich nicht mitgegangen. So, ich mache jetzt einfach mal dasselbe. Bilde hier ein Schild. Nein, und bitte nicht. Ein Heildings. So, da kann uns eigentlich nicht viel passieren. Luke und Mia, Bruder und Schwester, vereint. Ah. Wenn nicht alles so traurig wäre, wäre es so schön. Oh, der Kopfgeldjäger. McRalf, könntest du mir mal folgen, oder? Ja, kann ich machen. Folg mir mal kurz, das ist übelst cool. Kann man McRalf, kannst du so einen Heilding? Oh, hier sind Gegner. Wir sind genau in den Tod gelaufen. Spielst du für die andere Seite? Du hast mich in einen Hinterhalt gelockt. Das wollte ich nicht. Guck hier, warte. Ich wollte es nicht. Und die doofe Prinzessin folgt ihm auch noch. Okay, ich hab dich geschlagen gemacht. Vielleicht kann ich dir jetzt zeigen, wo du hin sollst, weil dort findet man dich nicht. Ich trau dir nicht mehr. Du hast mein Misstrauen missbraucht. Bitte, warte, ich sag dir, ob du mitkommen sollst. Ja, komm schnell mit. Gut. Da ist niemand bei mir jetzt. So, komm, neuer Versuch. Hier rein. Wo rein? Wo ist es hin? Aber wir haben alles richtig gemacht. Dort war so ein. Dort, wo du ja mit dem Schild reinkommen müsstest, war nochmal sowas. Aber dort war es klein, du konntest in irgendwas reinglitschen. In so einer Tür oder sowas. Ah, solche Tricks also, hast du auf Lager? Ja, ich kann glitschen. Nicht aber nur durch schlecht. YouTube habe ich es gesehen. Aber wir könnten ja auch versuchen, die Runde mit Skill zu gewinnen. Okay, ich gehe nochmal nicht auf den Sieg. Ah, wir alle beide sind Helden. Nein. Komm, Luke. Lauf, Luke. Oder folg lieber den anderen. Da bist du sicherer. Ich glaube, gerade ist die Batterie von deinem Laserschwert leer gegangen. Ja, da hast du recht. Ich glaube, jetzt kann ich ihn nicht mehr schwingen. Schwing dein Ding. So. Ihr kennt doch den Spruch, oder? Schwing dein Ding? Ja. Nie gehört. Keine Ahnung. Das ist... Oh. Sagt man zu Chinesen. Boba Fett steht auf dem Millennium Falcon. Auf dem Millennium Falcon, oder? Ja. Ja, tatsächlich. Du hast recht. Oh, Boba Fett. Ah. Was ich irgendwie doof finde, dass Luke sein Schutzschild, das ist sehr schnell leer geht, aber es ist sehr schnell wieder nachgeht. Und da kommt jemand. Und da kommen zu viele Truppen. Abhauen. Feinde! Überall. Ja, ich hab Denker besiegt. Sehr gut gemacht.
Zum ersten Mal in meinem Leben, glaubst du? Oh, ja? Komm, Darth Vader hat kaum noch was. Holt ihn euch. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Rollo. Und ich hab Boba Fett geholt. Na also, geht doch. Aber ich bin selber gestorben. Ah, so, das ist das Opfer, was man für die Rebellion bringen muss. Du hast es erkannt. Und lieber Telekommander, ich muss dich leider enttäuschen. Das war die letzte Helden vs. Schurkenrunde an diesem Abend. Ach man, ey. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Das war ein bisschen Multiplayer-Gameplay aus einem meiner letzten Twitch-Livestreams. Wollt ihr mal live mit dabei sein, dann schaut doch einfach mal vorbei unter twitch.tv/macralph. Einmal in der Woche gibt es auf jeden Fall einen Livestream, den kündige ich auch entsprechend auf YouTube vorher an. Also am besten auf Twitch followen und hier auf YouTube ein Abo hinterlassen. Und ihr verpasst nichts mehr. Nochmal danke fürs Reingucken. Ich hoffe bis zum nächsten Mal. Euer MacRalph. Tschüss.